begleitet uns heute in die Hollywood Studios. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus Walt Disney World. Heute ist Sonntag und heute besuchen wir zum ersten Mal die Hollywood Studios mit einer leichten Verspätung, denn wir hatten heute ein paar Startschwierigkeiten. Und jetzt müssen wir auch noch gleich zu Guest Relations wegen unserem Genie Plus, weil der Sinan nicht in unserer App ist, das heißt, wir konnten nichts buchen. Egal. Dafür haben wir Rise of the Resistance für heute Nachmittag gebucht, $15. Pro Person. Ja, wir machen uns einen schönen Tag in Hollywood Studios und Brina erreicht heute ihr Ziel. Sie erreicht heute alle, also sie Disney Parks. Alle Disney Parks der Welt hat sie dann heute, 2. Oktober 2022, hat es geschafft. Mal gucken, wann mein Datum sein wird. Good morning. How are you today? I love your nut. Can I have it? But there's another one, right? Oh, crazy! Ja, wir sitzen jetzt hier vor Tower of Terror, oder es heißt ja The Hollywood Tower Hotel hier, aber ich sag trotzdem Tower of Terror. Und warten auf unsere Lightning Lane für Rock'n'Roller Coaster. Und warten, dass Goofy hier auf dem Balkon erscheint. Es ist kein richtiges Meet and Greet, sondern eben wie Chip und Dale, dass sie einfach von weit weg uns zuwinken. Weil Brina ist ja heute im Goofy Bound. Und dann muss sie ihn wenigstens einmal sehen. Ich würde ja gerne Sully treffen, die einmal im Arm. Und ich glaube, er kommt jetzt gleich. Sieh ihn. Hat mein Outfit erkannt. Selfie time. Oh, yes. Look, it's Goofy. Let's go find that. Get directions. So, wir gehen jetzt eine Runde auf den Rock'n'Roller Coaster. So, wir sind Rock'n'Roller Coaster gefahren und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schlägt tatsächlich weniger als bei uns, der neue Iron Man Coaster. Und ich finde die Aufmachung auch hier besser. Also eins der Sachen, die hier, also gut, gibt es ja eben hier bei uns, aber finde ich besser. Ja, wir müssen jetzt nochmal wegen Genie Plus checken, weil es schon wieder nicht funktioniert hat bei Sinan. Es liegt ja wohl daran, dass die UK-Tickets, also wir haben ja über Irland gebucht, immer dieses Problem hatten mit dem, wenn man Genie Plus als Paket dazu gebucht hat für die 2 Wochen, dass es immer zu Problemen geführt hat und es deswegen auch abgeschafft wurde. Ja. So, wir gehen jetzt Richtung Mickey und Minnie's Runaway. Ich habe tatsächlich ein paar Ohren gefunden, was mir richtig gut gefallen hat, Brina auch. Und die sind was sehr Besonderes, weil die gibt es bei uns halt auch nicht. Mickey und Minnie's Runaway. Ohren, so schön. Die anderen habe ich ja Daniel letztes Mal mitgebracht mit dem Zug, die haben mir nicht so gut gefallen. Und heute gibt es die Frauenversion. Aber die sind richtig toll.
Die sind so schön. Obwohl Brina noch nicht mit dem Ride gefahren ist. Machen wir gleich. Izzy, meine letzte Tasse. Jetzt habe ich alle 4 Starbucks-Tassen und plus die Universal-Tasse, also 5. Wie ich sie nach Hause bringe, keine Ahnung, aber ich bin froh, sie alle zu haben. Sehr, sehr happy. Und nicht überteuert bei eBay gekauft zu haben. Ja, ich würde euch gerne mehr Merchandise zeigen, aber irgendwie ist es zeitlich immer sehr, sehr schwierig. Und wenn wir durch die Shops laufen, dann gucken wir halt nur schnell durch. Und ich versuche euch mal hier und da ein bisschen was zu zeigen, aber so komplett durch den Shop ist schwierig. Ich versuche aber an einem Tag noch ein Merchandise-Video für euch abzufilmen, vielleicht im Disney Springs oder wenn ich im Magic Kingdom bin oder so. Aber ich habe einfach keine Zeit, hier so durch jeden Shop irgendwie das Merchandise zu zeigen. Ich weiß, ihr wünscht euch das. Wir shoppen auch wenig. Wir shoppen auch wenig. Wir haben halt echt wenig Zeit dafür. Wir müssen halt Attraktionen, Shows, Charaktere. Das ist halt bei uns gerade die Prio. Welcome in, enjoy. Thank you. Ja, ihr habt gesehen, wir treffen jetzt Sully und um Sully zu treffen, muss man hier durch das Museum laufen und erfährt ein paar Neuigkeiten zu Walt, Roy und zur Disney-Entstehung. Hier, das ist, glaube ich, die Stadt, ja, Main Street USA. Marceline, da wo Walt gewohnt hat, angehaucht an Main Street USA. Thank you. Ja, das erste Schloss in Anaheim. Auf dem Bild sieht es relativ groß aus. In echt sieht es ja so klein aus. Also ich habe es ja nicht in echt gesehen, nur auf Bildern. Hätte ich gern für zu Hause. Und hier ist das Paradise Pier, Konzeptmodell. Da muss ich irgendwann auch mal hin. So, und hier Cinderella Castle Modell. Epcot. Tower of Terror Hotel, Tree of Life Modell und hier gibt es auch was zur Disney Cruise. Die Figur, die auch auf der Wish im Eingang steht. Muss ich auch irgendwann nochmal hin. Auf die Wish. Und hier habt ihr mal die Wish als Modell. Today. Good? So nice to see you here. We have some German sweets for you. Oh, they can make it for sure. Yeah. I'll keep it safe with these hugs. You can try them in your break, right? Is it German? Yeah, German. So let's have some pictures. Wir haben gerade Sully getroffen und mein Gott, ist der süß. In Paris habe ich ihn ja mal während Corona getroffen, leider mit Abstand, da konnte ich ihn nicht knuddeln. Hier konnte ich ihn knuddeln und das war... Ich musste sogar auf die Zehenspitzen gehen, so groß ist er. Ganz, ganz toll. Ja, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir eine halbe Stunde gewartet haben. Es war schon so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Hab mich sehr gefreut, ihn zu treffen. So, jetzt geht's zu Mickey's and Minnie's Runaway Railway. Take a ride on the train? Excuse me, you there. Do you mind helping these good people into the cartoon while they fix this here locomotive? Yeah, what about the paperwork and my screen and Thanks! Be back in a jiffy to pick you all up!
forward, folks. We're ready for a relaxing ride around the park. Hey, Mick and Ben. Oh. Mickeys und Minis Runaway Railway. Also ich liebe diese Attraktion. Ich wünschte, sie würden sie nach Paris hinbauen, damit wir auch mehr, also dass wir auch öfter eine Chance hätten, damit zu fahren, weil es ist einfach. Also ich finde, diese Attraktion sollte in jeden Disney Park. Es ist einfach toll. Die Farben, die Musik, gute Laune für groß und klein. Ganz, ganz große Liebe zu dieser Attraktion. Also es gehört zu den Top 5 Attraktionen hier für mich in Walt Disney World. Aber dazu mache ich tatsächlich auch noch mal ein Video, wenn ich zu Hause bin. Meine Top 5 Walt Disney World Attraktionen habe ich mir schon vorgenommen. Wir gehen jetzt was essen. Vorher noch mal zur Guest Experience, weil es schon wieder heute passiert ist. Naja, und uns wurde aus der Community empfohlen Pizza in der Nähe von den Muppets. Die probieren wir dann gleich. Wir sind jetzt hier bei Pizza Rizzo. Glaube ich, ist die Pizza ausgesprochen. Pizza Rizzo. In der Nähe von den Muppets. Das gucke ich mir jetzt nicht nochmal an. Das war beim letzten Mal nicht so meins. Hier gibt es wohl Pizza und ich zeige euch gleich, was wir bestellt haben. So, das gibt es für uns zu essen. Eine Pizza mit Salami und Würstchen oder Meatballs, was auch immer es ist. Und hat 11,50 € gekostet, inklusive Caesar Salad. So ein ganz kleiner. Ich habe mir noch hier so einen Frozen Apple Cider Halloween Drink gegönnt. Mit Bubbles. Alles zusammen hat 15 Dollar paar Zerquetschte gekostet. Ich habe mega Hunger. Das ist eigentlich mein Frühstück. Wir sind fertig mit unserem Essen und die Pizza und der Salat war wirklich gut. Das da ist nicht so mein Geschmack. Irgendwie. Also Zimt mag ich ja, aber irgendwie ist da noch was anderes drin und die Kombi und nee. Eigentlich bin ich Bubble Tea Fan, aber das war jetzt nicht so mein Geschmack. Kann ich nicht weiter empfehlen. So, jetzt geht's zu Toy Story Mania. Here, buddy, look, come here. Griffin, right here. And then we're gonna run out really quick. No? Well, let me tell you. I'm afraid of heights. Watch those pies. Yeah, this is fun.
Here's the name of Big Top. It's my name. Not down the animals. If you want to shoot farther, aim higher. Keep that punch out of the head now. Nicely done. Yeah. Schaut mal, es gibt voll süße Slinky Dog Ohren. Die sind echt mega süß. Gibt so eine Forky Tasche. Ansonsten gibt es hier natürlich ganz viel. Ein Weighted Plush von Lotso. Kann man so hinsetzen. Forky als Schlüsselanhänger. Gibt so künstliche Blümchen. Das finde ich hübsch. Aber kein Platz im Koffer. Riecht nach Erdbeer. Buzz Lightyear Loungefly. Zum Vergleich, der kostet $85 hier. Ja, wir machen jetzt gerade hier eine kurze Pause und da war hier so eine Familie nebenan mit so einem kleinen Kind und das lief dann hier rum und wir haben uns halt ein bisschen mit dem, also nicht gespielt, aber sie war irgendwie angefixt und kam und dann haben wir was von unseren deutschen Nimm zwei Gummibärchen den beiden gegeben. Es waren Geschwisterpärchen. Und dann kam die Mutter auf einmal um die Ecke mit dem Buch und mit dem Brief und da steht ja drin, vielen Dank, dass ihr unseren ersten Disney-Trip so magisch gemacht habt. Die kamen aus Texas, die Familie. Richtig süß und jetzt sehen wir mit unseren Gummibärchen schon so ein bisschen schwach aus um die Ecke. Ja, aber echt süß. Wir haben den Toy Story Bereich hier so gut es geht abgeschlossen. Slinky Dog fehlt uns, das war mal am Dienstag. Dafür haben wir keine Lightning Lane mehr bekommen. Und jetzt geht's nach Batuu, Star Wars Galaxy's Edge. Denn da wollen wir Millennium Falcon fahren und wir haben unser Rise of the Resistance Lightning Lane. Freue ich mich sehr drauf, sind zum zweiten Mal Rise gefahren. Also nicht diesen Trip, sondern generell in meinem Leben. Und ich freue mich sehr drauf. Wir werden aber am Dienstag den Star Wars Bereich noch mal genauer erkunden, weil wir dann auch das perfekte Outfit anhaben. Ja, weil...
help the resistance, and I get all the profits. The First Order will never know we were there. Right, pilot. Make the jump to light speed. Los! Ja, wir sind gerade, also wir sind ja in Batuu angekommen und sind Smugglers Run gefahren und ja, macht sehr viel Spaß. Also da sind die Meinungen ja auch immer unterschiedlich zu dem Ride. Wir hatten sehr viel Spaß. Rina war Pilot und die Thematisierung ist halt hier on fleek, on point, wie man es auch immer nennen möchte. Man ist halt in einer anderen Welt, man ist auf Batuu, wenn man hier in diesen Themenbereich kommt. Man vergisst einmal, dass man in Hollywood Studios ist. Wir machen eine kurze Pause, bevor es dann gleich zu Rise of the Resistance geht. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was die beiden sagen zu dem Ride. Ja. Echt? Haben wir nicht 20 nach den? 20 nach 4 haben wir den... 8 Minuten, bis wir buchen können, Entschuldigung. 8 Minuten, bis wir den nächsten Genie Plus buchen können, genau. Ja, ich bin sehr gespannt, was die beiden sagen. Also... Oh, guck mal! Oh mein Gott! Was geht denn hier ab? You, with a data pad, your activity's been noted. You seem very interested in that data pad. We'd like to know what you're doing with it. We know. Thanks for the tip, Jedi. I wasn't aware of the calm citizen matrix. Because it doesn't. Authorized channels only, civilian. Travelers, go about your business. We'll make it our business if we need to. Let's go. Upset him. Of you. Some still support the resistance. I wonder if you're calm down. How about this? I will eliminate one of your options.
It's time for you to go. Excellent. Wir müssen jetzt Batu kurz mal verlassen, denn Rise of the Resistance ist down. Und deswegen fahren wir eine Runde Star Tours, ist nicht weit entfernt. Und dann schauen wir mal, ob bis dahin Rise of the Resistance wieder funktioniert. Now, that sounds like a fascinating tour. I might just join you. On second thought, I just remembered how much I hate space travel. You have a mystery to There has been a gate change for Star Tours Flight 610 Star Speeder Service to Kashyyyk. Flight 610 will now be departing from gate 1D. This is a game change announcement only. Thank you. That's one tiny town. Ja, Star Tours ist ja im Prinzip exakt genau dasselbe wie bei uns in Paris. Also eine 1:1 Kopie. Also immer ein Foto. Außer dass es halt auf Englisch ist. Und dass man mal versteht, was die Reise so geht. Aber ja, ich mag's. Jetzt geht's auf Rise of the Resistance. Recruits, thank you for joining the cause. A covert resistance team led by my friend Finn has infiltrated a First Order Star Destroyer that is now headed to this system. Your outpost on Batu is no longer safe. We have transports waiting to take you to General Organa's secret base on Pokhara. I'll regroup with you there. The resistance desperately needs your help in our fight against Kylo Ren and the First Order. Remember, it is vital that you keep the location of the Pokhara base secret. I am Lieutenant Beck. As you heard from Ray, I have been tasked with getting you to Pokhara. Red 2, Blue 5, get to We have Red 2, a warning coming. Blue 5 taking evasive action. Try to strike your bow. I'm trying, but... Cargo vessel TR-141, identify yourselves. Prepare to be boarded. This is TR-141. We are a civilian vessel. By whose authority are we being detained? By the authority of the First Order, Resistance scum. Now bring down your shields and prepare to be boarded. Enemies of the First Order, we will soon snuff out your meager resistance. You chose the wrong side, and now you will pay. The resistance prisoners. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from you. We are needed on the bridge. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally. You're not authorized. Wait, then those are the prisoners. Down to the escape pods. The resistance will attempt to rescue the prisoners. They have neither the resources nor the courage to engage us. You underestimate their conviction. Raise the shields! Shields? I see no evidence. Now! On the alarm! All personnel to their stations! Stop! The prisoners have escaped! How brave. But ultimately hopeless. There's no way! Der Resistance sind wir ja auch gefahren und ja, ich kann euch Ausschnitte zeigen, aber man muss so eine Attraktion noch mal live erleben, wenn man die ich Möglichkeit. Ich hätte 30 dafür bezahlt. Rina hätte $30 sogar für die Lightning Lane bezahlt.
Also Brina ist begeistert. Sie will am Dienstag direkt nochmal fahren. Sie hat selbst gesagt, wir geben nochmal Geld für den. Ja, wir geben also nochmal Geld dafür aus. Ist aber auch eine geile Attraktion. Also one of its kind, wie man so sagen würde. Also. Wir sind jetzt eigentlich soweit durch in den Hollywood Studios. Also der Tag ist noch nicht rum. Wir fahren nämlich jetzt noch nach Springs. Das ist der einzige Tag, wo wir es irgendwie noch einrichten können, shoppen zu gehen. Und wir wollen zu Chicken Guy essen gehen. Das werde ich aber in einem separaten Video machen. Ja, wir sind ja am Dienstag wieder hier und werden dann sowas wie Tower of Terror noch machen und nochmal Mickey und Minnie's Runaway und Rise of the Resistance und was wird uns noch? Slinky Dog, weil wir ganz viele Fotos machen, weil wir Shows. Fotos im Batu, weil wir Star Wars Bounce anhaben werden. Du hast ein Outfit. Und weil ich habe Ohren, deswegen ist kein Bounce. Und wir wollen Mickey und Minnie noch treffen am Dienstag. Genau. Also, das ist der Plan und natürlich auch die Abendshow noch gucken, wo ich die jetzt auch nicht so spektakulär fand, aber Brina möchte sie natürlich sehen, verständlich. So, wir gehen jetzt Richtung Ausgang und dann gehen wir ein bisschen shoppen. Ja, und das war mein Vlog hier zu den Hollywood Studios. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, jetzt geht's für uns nach Springs. Und morgen geht's für uns nach Epcot im Dirndl. Denn morgen ist der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Wir müssen standesgemäß deutsch aussehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns dann in Disney Springs wieder. Ciao!